Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ich habe heute ein Paket erhalten von der Sabine, vom Stamm der Sabinerin. Die hat hier auf YouTube auch einen Kanal. Den Link dazu packe ich euch unten mal in die Beschreibung. Ihr könnt ja gerne mal hinschauen oder schaut einfach mal vorbei, denn sie macht auch Unboxings so wie ich, macht sehr viel mit Turtles, so Naturaufnahmen. Warhammer ist mit dabei und macht auch andere Stories. Schaut gerne mal rein und lasst mal groß von mir da. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da eine Rückmeldung kommt. Ja, wir tauschen untereinander Pakete oder beziehungsweise Pakete ist schlecht gesagt. Wir tauschen Artikel aus, die wir in unseren Lootboxen finden und nicht selber sammeln. Und da schicken wir uns hin und her ab und zu mal Pakete, die wir dann eben auspacken und da sind dann auch Sachen drin, die wir natürlich sammeln und die wir dann natürlich auch behalten und hinten die Regale bei mir auch natürlich reinstellen. Heute ist ein Paket bekommen, nicht bekommen, gekommen. Und ja, was da drin ist, schauen wir uns jetzt zusammen an, nach dem Intro natürlich. Das ist das Paket. Es ist ganz schön groß. Sie sagt auch, dass es so ein bisschen aufgeteilt hat. Es sollten eigentlich 4 Pakete drin sein. 4 kleinere Pakete. Danach kam eine Meldung, dass es irgendwie da Probleme mit dem Versand gab und dass es es umpacken musste. Ich bin jetzt gespannt, wie es verpackt ist. Wenn da 4 Pakete drin sind, 4 kleinere Paketchen, machen wir natürlich da 4 Unboxings draus. Dann steht auch unten in der Videobeschreibung natürlich drin oder beziehungsweise auch im Text des Videos in der Beschreibung Teil 1 von 4. Logisch. Ihr wisst das schon, ich weiß es noch nicht. Ich bin gespannt, was drin ist. Und ich würde sagen, ich packe es einfach mal auf. Jedenfalls ist ganz schön Klebeband drum. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Es hat auch ganz schön gemischt, muss ich sagen. So. Den ersten Deckel haben wir schon mal. So, ja. Es sind also 4 kleine Paketchen drin. Oder vielleicht auch 2, ich weiß noch nicht. Wir machen einfach mal weiter. Obwohl, ich könnte es auch ganz einfach mal hier aufmachen. Also, ganz schön verklebt, alter Schwede. Ja, es sind noch mal Pakete drin. Und zwar insgesamt, ich stelle das mal kurz hier rüber. Das nimmt mir nämlich zu viel Platz weg. Wir haben hier 4 einzelne Pakete. Und zwar von der Moodbox. Die habe ich tatsächlich nicht abonniert. Ich weiß auch gar nicht warum. Ich glaube, die kam aus dem Ausland und da sind immer Zollgebühren oder irgendwas dabei. Wie gesagt, wir haben einmal, zweimal, dreimal und viermal. Das ist ein bisschen schwerer, das leichte. Ich weiß nicht, was fangen wir denn an? Also wir machen insgesamt 4 Videos draus, ganz einfach. Heute kommt das erste Video dran. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Paket hier an. Weil erstmal ist es interessant, das ist von der Zombie-Wootbox. Die Wootbox, die hat immer themenbezogene Boxen, Mystery-Boxen. Und dadurch, das reizt mich jetzt am meisten, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Zombie, ich glaube zwar nicht, dass da die Artikel entsprechend drin sind,
Aber wir werden mal schauen. Was ich hier nicht machen kann, Freunde, ist einen Preis zu bestimmen. Das mache ich hier nicht. Wie bei den anderen Boxen bestimme ich immer einen Preis oder zeige den Preis der einzelnen Artikel und dann den Gesamtpreis der Box. Das spare ich mir hier, weil ich denke mal, das kann man teilweise auch ganz schwer betiteln. So, wir machen mal auf. Ohne dass ihr was seht, ohne dass ich was sehe, wir fangen einfach an. Als erstes, das fühlt sich nach Untersätze an. Das sind mehrere. Wir haben zwei Untersetzer, die mir so im Endeffekt gar nichts sagen. Einmal hinten drauf Faktor 5. Ich würde es eher in diese Schiene Warhammer auch datieren. Und einmal natürlich zum Werbung Comic Festival in München. Am 8. bis 11. Juni 2023 wäre die nächste Veranstaltung. Wer da also hin möchte zum Comic Festival, merkt euch das Datum. Und dann machen wir gleich weiter. Wir haben hier was in. Wir haben hier was in einer Tüte eingepackt und das sind Aufnäher von Batman. Das ist cool, weil ihr wisst, ich sammle Batman. Und zwar haben wir einmal das Batman-Logo ausgeschnitten oder ausgestanzt oder ob es das so gibt, weiß ich nicht. Ich denke mal, dass es irgendwo angeklebt war, weil wir haben hinten noch so einen kleinen Kleberand drauf. Dann werde ich mir auch irgendwo so ans Regal machen mit einem doppelseitigen Klebeband, dass das so hält, dann sieht das gut aus. Wahrscheinlich sogar ans Batman-Regal, weil hier eh ein bisschen umgebaut wird nächstes Jahr. Und wir haben einen Aufnäher für, wenn man ein Loch in der Hose hat, so rum. Wenn man ein Loch in der Hose hat oder an der Jacke oder einfach zur Deko, näht man das drauf oder bügelt, das ist, glaube ich, das sieht zum Bügeln aus, weil wir haben hier hinten eine Beschichtung drauf. Und so ein Bügelaufnäher. Doof erklärt jetzt, aber ist okay. Die Tüte finde ich cool, weil das erinnert mich so ein bisschen an Resident Evil. Aber ich denke mal, dass die auch nur als Behältnis da sein sollte. Lasst uns weitermachen, Freunde. Wir haben hier noch mal was. Und zwar so ein kleiner Faltcomic. Von, sagt mir nichts, kann ich nicht mal aussprechen. Dim Day Red. Dim Day. Dim Day Red. Sagt mir so gar nichts. Aber ist so ein Faltcomic. Und auf der Rückseite haben wir natürlich schon mal so ein paar Charaktere hier drauf. Ist in Englisch, ist aber kein Problem. Ich bin der Sprache eigentlich relativ gut mächtig. Werde ich mir mal abends reinziehen. Dann haben wir Verpackungsmaterial. Und zwar Chips. Die kann ich auch gut gebrauchen, ganz ehrlich, weil ich packe ja auch das mal Pakete zusammen. Deshalb hebe ich die auch auf. Wir machen weiter. Denn wir sind noch nicht fertig. Oh, das ist cool. Wir haben einen kleinen Batman als Plüschfigur mit drin. Der zwar ein paar Fusseln ab hat oder abbekommen hat, aber das ist völlig okay. Die kann man so ein bisschen wegbürsten. Also völlig okay. Ein kleiner Plüsch Batman. Ich muss unbedingt meine Plüschecke noch ein bisschen aufräumen. Ja, ich brauche da ein zweites Regal. Und geplant ist es ja, nächstes Jahr die ganzen Funko Pops rüber ins Wohnzimmer zu stellen. Inklusive der neuen Küche, die kommt. Und ja, das will ich dann nächstes alles machen. Dann habe ich hier ein bisschen Platz, kann es ein bisschen ausweiten. Weil Funkos haben sich jetzt ganz schön gesammelt. Ich werde da extra Regale bauen. Ich werde da auch ein Video davon drehen, mit Sicherheit. Und werde euch das Ganze dann natürlich auch zeigen.
das nächste fühlt sich ein bisschen komisch an, wie so eine Ausstechform für Blitzen. Was es auch mal, denke ich, ist, weil es ist von Superman. Und zwar haben wir einmal die Seite, mit der wir natürlich die Blitzen ausstechen können. Und wir haben hier noch eine Prägeseite, mit der wir das Logo instechen können. Ist eine coole Idee. Nur ich komme nicht zum letzten Backen, weil Weihnachtsmarkt. Ich bin ja rund um die Uhr auf dem Weihnachtsmarkt. Vielleicht mache ich das mal im Laufe des nächsten Jahres. Einfach mal so im Sommer Plätzchen backen. Ist doch mal was anderes. Lasst uns weitermachen, denn wir sind nicht fertig. Dann haben wir hier. Was haben wir da? Was ist das? Es ist seltsam verpackt. Ich muss das jetzt mal kurz aufmachen. Soll ich das jetzt aufmachen? Es ist auf jeden Fall flexibel. Ich meine, wir können sie anschließend wieder reinpacken. Es hat ja so einen Rippverschluss. Es sieht komisch aus. Ich muss mal die Anleitung nehmen und ich hoffe, dass ich die lesen kann mit meinen schlechten Augen. Mobile Stand Reflection Flip Socket Move. Okay, es ist fürs Handy. Und zwar so eine Trageschlaufe. Ja, hier ist ein doppelseitiges Klebeband drauf praktisch, was man dann ans Handy machen kann, wenn man das abzieht. Und dann hat man da so eine Trageschlaufe. Das Ganze würde dann so aussehen, wenn ich das dann so habe. Und dann kann man das so nehmen. Okay, ist eine coole Idee. Muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich bisher auch noch nicht. Und ja, manchmal muss man einfach Anleitungen lesen, damit man weiß, was es ist. Aber kann man definitiv mal ausprobieren. Ich bin mal gespannt, ob es hält, weil ich habe eine Handyhülle, die hat so ein bisschen eine Struktur und dadurch bin ich mal gespannt, ob das hält mit dem Klebeband. Werde ich auf jeden Fall austesten. Dann haben wir Sammelkarten. Von UEFA Euro 2020 von Panini. Kennt jeder die Sammelkarten? Wir schauen mal rein, wer drin ist. Ich bin jetzt nicht selber so der Sammler. Früher habe ich das mal richtig gern gemacht. Inzwischen ist das so, ja, ich habe kein Sammelalbum mehr oder sowas. Wir haben aus der Türkei Burak Yilmaz. Ich müsste mal hier hinhalten, sieht man besser. Und wir haben aus England Phil Foden. Ich hoffe, dass ich das ausspreche. Ich sollte es so halten. So kommt das besser rüber. Ja, so geht's so mit dem Leuchteffekt. Also einmal den und natürlich einmal den Burak. Wie gesagt, ich bin nicht so der Sammler jetzt von Sammelkarten. Vielleicht habe ich da ja auch jemanden, wenn das okay ist, würde ich die vielleicht weitergeben, wenn dann interessant wäre, der Karten sammelt. Was haben wir noch drin? Wir haben hier noch einen Aufkleber. Ja, das passt zu mir. Vor allem das hier. Chaos. Ein Aufkleber mit Order Chaos in Kreuzform. Mal gucken, wo ich den hinklebe. Wahrscheinlich kommt das in die Küche. Das wäre passend, glaube ich. Lass uns weitermachen. Wir haben hier drin ein Keychain. Also ein Schlüsselanhänger.
Von der Figur sagt er mir gar nichts. Hier hinten steht drauf Werbemittelagentur Thomas Heinz. Ist das das namhafte Heinz Ketchup? Ich habe keine Ahnung. Bin ich jetzt ein bisschen überfragt? Ich denke mal, Sabine kann man da in den Kommentaren ein bisschen mehr dazu sagen. Das Ganze sieht natürlich meine rechte Seite. Wie mache ich das jetzt am gescheitsten? Machen wir das so. So sieht er aus. Ja, der kommt hier hinten mit an die Wand. Da muss auch bald was Neues einfallen lassen. Die Wand ist bald voll mit Schlüsselanhängern. Ja, ihr seht das ja, es geht ja wirklich schon fast bis hoch und da oben ist nicht mehr viel Platz. Also brauche ich da oben nächstes Mal was Neues. Wir sind noch nicht fertig mit der ersten Kiste. Es geht weiter. Wir haben hier noch was drin und eine Panic Mode Card. Mit einem QR-Code hinten drauf und da steht irgendwas mit PC und Steam. Ich denke mal, dass das ein Zugang ist zu einem Spiel. Da werde ich mich auf jeden Fall mal schlau machen. Es sieht so aus, ja. Ah, okay. Also wenn man das Spiel hat, kriegt man da eine Figur dazu. Dann muss ich mal gucken, was das Spiel kostet. Das werde ich mir mal angucken und werde mal reinschauen. Auf jeden Fall auch eine gute Idee. Lass uns weitermachen. Die Kisten sind zwar klein, aber sie sind knallevoll, muss ich sagen. Was haben wir hier? Das fühlt sich auch wieder so seltsam an. Company of Heroes 3. Das ist so eine Tüte. Oder ein Becken, eine Art Blindbag nehme ich an. Zu Company of Heroes. Ist ein Computerspiel, für diejenigen, die es nicht wissen. Und es ist kein Blindbag. Ui, der sieht aber cool aus. Da ist ein Pin drin. COH, Company of Heroes, klar. Und natürlich für Teil Nummer 3. Ist eine coole Sache. Ich werde die ganzen Pins, ich habe ja massig Pins inzwischen, ich habe hier an der Seite, das muss ich auch noch ein bisschen abändern, mir eine Korkwand hingemacht, wo ich sämtliche Pins dran habe. Ich habe die manchmal in Videos schon gezeigt, müsst ihr mal durchgucken auf meinem Kanal, da sind massive Videos davon. Wir machen weiter. Wir haben. Hier an der Seite habe ich was Weicheres gefühlt. Das steckt natürlich unten drunter. Okay, machen wir erstmal das hier. Das ist das ist ein Kistchen, viereckig. Das könnte eine Figur sein. Ja, das ist eine Figur. Und zwar von Marvel. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt, welche Figur das ist, weil diese Figuren sind ja meistens so ein bisschen von den Comics her. Wir hatten es bei dem Adventskalender, bei der legendären Box von Get Digital gehabt. Da hat man ja auch Schachfiguren drin. Und da waren diese Figuren in der Form auch drin. Steht es drunter, wer es ist? Ja, steht drunter. Also Green Goblin. Und so schaut er aus. Ich find den schön, der ist gut gearbeitet. Auch von der Hose, die Struktur ist gut eingearbeitet. Und ja, kommt ins Regal. Definitiv ein Artikel für mich. Seht ihr, das ist das Schöne, wenn man Leute hat, mit denen man sowas tauschen kann. Ja, weil ich weiß, Sabine sammelt nicht unbedingt Marvel, ist nicht unbedingt Marvel-Fan, soweit ich weiß. Und wenn sie Marvel-Artikel kriegt, packt sie bei mir in die Box. Und sie ist eben mehr Turtles und so ein bisschen Star Wars-Fan natürlich auch. Und die Artikel, wo ich nichts mit anfangen kann, was Star Wars und Turtles ist, das gebe ich natürlich dann ihr. Und so gleicht sich das aus. Und so kriegt jeder eben seins, was ihm gefällt. Ja. Wir machen weiter. Ich fühle hier noch ein Plüschi.
zwischen dem ganzen Blüche zu Superman, der auch in dem Stil ist wie Batman. Da ist er. Und hattest du nicht gesagt, dass du auch Superman sammelst? Hast du den doppelt? Oder nee, ich weiß, dass du Spider-Man sammelst, das weiß ich auch. Ich war mir aber auch der Meinung, dass du Superman-Artikel sammelst. Passt. Ich brauche unbedingt ein größeres Plüschregal, sonst wird das alles zu viel da drin. Lasst uns weitermachen, Freunde. So, ich habe hier jetzt noch mal etwas. Nee, da ist noch was Kleines, sehe ich gerade an der Seite. Ja, okay, gut. Du scheinst nicht unbedingt Superman zu sammeln. Merke ich gerade, weil wir haben hier so eine kleine Metallbox, auch mit Superman drauf. Wir hatten schon mal so eine von Batman. Die steht auch noch hier. Nein, es war tatsächlich dieselbe Box. Aber es hat einen Vorteil. Ich kann es einmal die Vorderseite und einmal die Rückseite hinstellen. Also doch zwei verschiedene Boxen. Und in der letzten war was drin. Das war jetzt die alte. Ne, sind beide leer. Also stelle ich eine so. Dann gibt das auch seinen Sinn. Dann haben wir noch. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen was Größeres. Wir haben eine Lampe. Und zwar eine Cyborg-Lampe. Die ist richtig cool. Ich kenne diese Lampen. Ich habe da schon mal eine davon gehabt. Aber frag mich nicht, welche das war. Die müsste doch irgendwo hinten stehen. Ah, von Rick and Morty. Hier im Hintergrund. Hier seht ihr, ich habe gerade einen Finger davor. Das ist auch so eine Lampe. Und ja, das ist cool. Ich lasse die jetzt auch erstmal verpackt. Die packe ich nicht aus. Erst später, wenn ich sie insortiere, da ich eh noch ein bisschen aufräumen muss hinten, ist das völlig okay. Und dann haben wir jetzt tatsächlich noch einen Artikel, sehe ich da jetzt noch. Nö, es ist noch was drin. Wir haben. Ich weiß nicht, was es ist. Ich würde normalerweise sagen, es ist ein T-Shirt, aber dazu ist es zu klein. Da steht es ja. Eine Flagge. Wie cool ist das denn? Oh Gott, ist die riesig. Wo hänge ich die denn hin? Die kriege ich ja gerade so aus Bild, dann bin ich verschwunden. Wo hänge ich die hin? Okay, da muss ich mir echt was hinfallen lassen. Alter Falter. Mal gut, dass ich nächstes Jahr auch nicht nur die Küche mache, sondern auch mein Wohnzimmer. Die muss ich irgendwie draußen hinhängen. Das Problem ist, dass ich an Wänden keinen Platz habe. Ich kann sie so schön zusammenlegen, wie sie war. Dass ich an Wänden keinen Platz habe. Ich muss die tatsächlich irgendwie an die Decke hängen. Was es mit Sicherheit nicht gerade einfacher macht. Weil meine Wände komplett voll mit Regale kommen sind. Und Puzzles und Bilder und zig anderen Sachen. Aber die Flagge gefällt mir sehr gut, auch vom Motiv her. Und natürlich in diesem schwarz-weißen Ton. Mit Rotakzenten dabei, passt perfekt ins Wohnzimmer. Also die muss ich irgendwie an die Decke hängen. Fotos werden dann irgendwann folgen. Spätestens bei einer neuen Roomtour, wenn ich alles fertig habe, dass jeder das dann. So, Freunde, eins haben wir noch oder mehr oder
Nee, es ist tatsächlich noch mehr drin. Wie hast du das alles in die gehende Kiste gekriegt? Respekt. Wir haben eine Postkarte. Die habe ich tatsächlich schon. Ist aber kein Problem. Postkarten kann man nie genug haben. Und zwar von Skynet Coffee. Ist dieses so ein Crossover zwischen Skynet und dieser Kaffee-Marke, dieser bekannten. Ich komme jetzt nicht drauf. Na, die ganz bekannte, ihr wisst, was ich meine. Manchmal liegt es wirklich auf der Zunge und will nicht raus. Und dann haben wir hier noch eine. Ups! Einmal ein Kuli von Werbung Bundeswehr. Ja, die Zeiten habe ich hinter mir. Da war ich tatsächlich. Und was ich wirklich cool finde, ist dieser Common Flash Look. Ich hab's jetzt falsch rum auf, ne? Ne, ich hab's richtig rum auf. Ja, das wäre dann die Gesichtsmaske. Werde ich definitiv hochbehalten, weil ich mag ganz einfach hoch diesen Look. Und ja. Was mich jetzt so, ich denke mal, die hast du irgendwo auf einer Convention gefunden. Oder vielleicht ist ja einer von der Familie bei dir, auch beim Bund, der die mitgebracht hat. Jedenfalls ist das so ein Werbeartikel für Bundeswehr. Ist aber völlig cool, finde ich cool. Also gar kein Thema damit. Und ja, dann haben wir noch drin hier was Kleines zum Naschen. Was das so in der letzten Loot-Chest fehlt, ich weiß. Ist irgendwie ein bisschen seltsam, aber es fehlt wirklich. So dieses Nascherei, was immer dabei war, war immer so ein bisschen, ja, hat nochmal so einen gewissen Kick gegeben. Das fehlt mir bei der Loot-Chest, ganz ehrlich. Wir haben hier ein Kaugummi oder Bonbon. Blue. Die Lampe nervt wirklich. Ich muss das immer mal so machen, so kann man das besser erkennen. Blue Star. Werde ich probieren. Definitiv. Aber natürlich nicht im Stream. Weil das funktioniert nicht so ganz. Und damit, Freunde, haben wir die erste Box komplett leer. Und jetzt mal so. Da war eine Menge drin eigentlich für die kleine Box. Das Highlight hier, muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht wie ihr denkt die Lampe, es ist tatsächlich die Flagge. Die Flagge ist richtig geil. Also das Teil hat mich echt überrascht, vor allem weil es wirklich passt, weil mein Wohnzimmer in schwarz-weiß gehalten ist und hat leicht Rotakzente mit drin, deswegen passt die echt optimal. Die muss da einfach hin. Die muss an die Decke ins Wohnzimmer. Ich weiß nur noch nicht wie, da muss ich mir echt was hin. Wahrscheinlich irgendwie vielleicht mit Reißzwecken irgendwie an die Decke machen, muss ich mir echt gucken, wie ich das hinkriege. Ja, Sabine, da erstmal natürlich vielen Dank für die ganzen Sachen, die da drin waren. Und es kommen ja noch 3 Pakete. Das ist echt eine Menge Sachen, wenn die genauso voll sind. Ja, ich bin gespannt, was der nächste ist. Ich werde dann jeden Tag ins Auspacken. Ich hoffe, das schaffe ich gerade noch so, bevor der Stress zum Weihnachtsmarkt losgeht. Beziehungsweise ich werde die doch jetzt schon auspacken und allerdings das Einzelvideo hochladen. Ja, Sabine, Dankeschön für die Box für die erste von 4. Und wie gesagt, geht ruhig mal auf ihre Seite. Link ist in der Beschreibung. Und schaut da mal drauf. Lasst mal ein Hallo von mir bei ihr. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Erst nochmal vielen Dank und danke fürs Zuschauen natürlich auch. Und lasst mir ein Like da fürs Video. Und bei Sabine natürlich auch. Ne? Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Dankeschön. Tschüss.